Und diese Woche gibt es nicht einen Neustart wie jede Woche hier im Kinomagazin bei MyKanal TV, sondern es feiert ein Film im UCI Jubiläum. Ein Jahr lief der Film Chico und wir haben uns den Film angeguckt, haben mit den Leuten gesprochen, die den Film gemacht haben und den Schauspieler. Ja, wir sind jetzt hier exklusiv im UCI und wir gucken mal, wer jetzt bei uns hier ist. Wer bist du? Am besten so, wer du bist, welche Rolle du, was du übernommen hast im Film. Ich bin Fari Yadim und ich habe Curly gespielt, den Freund von Chico. Ein Freund von Chico. Hi, ich bin Dennis Moschito und ich habe Chico gespielt, ein Freund von Curly. Ja. Hi, ich bin Özge Yıldırım. Ich habe keinen Freund von ihnen gespielt, sondern ich habe die ein bisschen versucht zu führen als Regie. Wie ist einfach alles so entstanden? Angesprochen hat er mich auf einer Veranstaltung. Ich glaube, das war eine Premierenparty. Da war Özge gerade dabei, ich weiß nicht, welche Fassung des Drehbuchs zu schreiben, aber wie dem auch sei. Und ja, das war das erste Mal, dass ich von dem Projekt gehört habe. Dann gab es Castings und irgendwann haben wir gedreht. Normal ist, dass ein Film läuft und dann auch irgendwann auch wieder zu Ende ist im Kino. Er läuft jetzt seit einem Jahr im UCI, ist heute so die Jubiläumsvorstellung. Was ist das für ein Gefühl, dass komplett ein Jahr durch der Film hier im UCI läuft? Ja, ist natürlich ein tolles Gefühl. Also ich meine, das passiert mit wenigen Filmen, dass die so eine lange Zeit im Kino sind. Also ich weiß, Bang Boom Bang lief, so, glaube ich, in Dortmund auch über ein Jahr. Aber sowas ist immer was ganz Besonderes und ich freue mich natürlich. Wir freuen uns alle darüber. Wie oft habt ihr persönlich diesen Film schon gesehen? Ich frage mal einmal die Runde. Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube so 20 Mal oder so. Ja, sowas in der Richtung. Ich habe den öfter gesehen, weil ich den ja noch geschnitten habe. Und ich habe keine Ahnung, wenn ich das alles addieren würde, käme ich bestimmt auf 10.000 Mal oder so. 10.000, geil. Das ist viel. Okay, wie sind so die Rückmeldungen auf den Film gewesen? Ist ja ein spannendes Thema. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen, also ich bin auch sehr, sehr gespannt. Wie sind so die Rückmeldungen gewesen, so von nicht nur Freunden, sondern auch ganz fremde Leute? Wird man auch auf der Straße angesprochen, ach, du bist ja der und der? Ja, also jetzt eigentlich aber erst so richtig, seit der Film auf DVD erschienen ist, weil der Film über DVD einfach sehr, sehr viele Menschen erreicht hat. Aber was ich immer wieder ganz besonders merke, ist, dass wenn ich in Hamburg bin, ich komme ja nicht aus Hamburg, dass ich in Hamburg sehr oft erkannt werde, dass mich Leute auf den Film ansprechen. Und die Reaktionen sind natürlich immer positiv. Zum Ende zu kommen, was macht ihr im Moment? Was sind eure Projekte, die jetzt gerade so anlaufen? Was läuft bei euch? Mein Projekt ist im Moment nichts tun. Nichts, wirklich nichts tun. Ich tue wirklich gerade nichts. Das ist auch mein Projekt zurzeit. Nicht. Also das Geld, was man dann mit dem Film verdient hat, das wird dann jetzt so langsam aufgebraucht? Ja, mein Gott. Also, die Millionen geben sich nicht von alleine aus. Da muss man was machen. Also, ganz klar. Machst du denn irgendwas im Moment oder faulenst du auch? Nee, als Regisseur kriegt man nicht so viel Geld wie Schauspieler. Ich muss was machen, sonst kann ich nicht überleben. Insofern versuche ich jetzt ein bisschen zu schreiben und das für das nächste Projekt auch wieder diejenigen zu besetzen, die am günstigsten für mich sind. Ja. Dann danke ich euch erstmal vielmals. Okay, Kid Entertainment, Motherfuckers. Wenn du der Beste sein willst, dann musst du Respekt kriegen. Und wenn du Respekt kriegen willst, dann darfst du keinen anderen Respekt zeigen. Wenn du keinen anderen Respekt zeigst, dann denken die Leute irgendwann, Mann, du hast den Respekt erfunden, Alter. Merkt ihr meine Scheißfresse? Ich bin Chico! I'ma set it off in the open. I'ma set it off in the open. Ja, wenn ich mir einen Gummi über die Zunge mache, küsst du mich dann? Nein, Mann, ich küsse keine Kunden, das ist mir zu intim. Digga, bist du ein Typ, der so rumrennt und irgendwelchen Leuten auf die Fresse hat, oder was? Ja, Mann, wenn ich was davon hab. Ja, Probleme. Du Wichser, du verdickst an meinem Rücken auf der Straße, hä? Alter, ist das nicht mein Problem, Alter? Nein, Mann, jetzt ist das unser Problem. Mit dem Typen bin ich durch. Aber mit dir hab ich kein Problem. Kennst du dich eigentlich aus mit Dash, Koga? Das mit dem Gras, weißt du, das mach ich so nebenbei. Braucht er jemanden, also, mit dem ich mich verlassen kann? Kannst du das vorstellen? Ich schwör, ich würde nie für so einen Hurensohn arbeiten, wenn er dir irgendwas angetan hätte, Mann. Ich schwör, ich würde den gleich ficken, ey. Bist du plötzlich der Derste, Alter? Bist du Paul Vespa oder was? Kannst du sein wie ich, Mann? Wo willst du, du Fixer? Pack das Ding weg! Spitze. Was war besonders daran? Das war ein Film, den man sehen muss. Das allererste Mal gesehen, oder? Ich habe ihn heute das allererste Mal gesehen. Ich hatte ihn mal gesehen, dabei noch nicht geschnitten. Aber heute das allererste Mal.
so im Ganzen. Wie ist bei Ihnen? Das sechste Mal. Das ist das sechste Mal und? Gefällt es immer noch gut? Natürlich. Okay, super. Immer wieder. Ja, der war super toll. Das allererste Mal geguckt? Oder? Nein, das zweite Mal. Und ist es beim zweiten Mal noch ein Tick anders wieder, oder? Ja, ist ein Tick toller. Man kennt ihn zwar schon, aber es macht immer wieder Spaß, ihn zu sehen. Okay, und wie war es dann so, persönlich mit den Schauspielern ein paar Fragen zu stellen, den näher kennenzulernen? Also ich habe jetzt keine persönlich gestellt, aber es war ganz cool, mal zuzuhören, so was die anderen gestellt haben. So. Ja. Kann ich auch mal fragen, wie hat es dir gefallen? Ja, super, super. Auch zum ersten Mal geguckt? Nee, öfters. Wie oft ungefähr, weißt du? Viermal. Viermal. Ja. Und ist es dann komisch, dass man schon weiß, wie es ausgeht, oder? Es ist immer wieder neu spannend und... Ja, wir wohnen in Mümmel und das ist Mümmel gedreht, deswegen ist total toll. Ja, das war ein super Special hier im UCI. Wir waren diesmal mit euch die ganze Zeit mit der Kamera unterwegs, nicht in unserem Studio wie sonst. Ihr gewinnt aber trotzdem wie jede Woche einmal zwei Freikarten. Schickt jetzt eine E-Mail an info@mykanaltv.de mit dem Stichwort UCI Kinowelten. Nächste Woche sind wir dann wieder zur gleichen Zeit und zwar im Studio für euch vor Ort. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann.